Einen schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den Kultur- und Veranstaltungstipps. Es gibt Erfolgsgeschichten in Rostock und Umgebung und es gibt eine super Erfolgsgeschichte, wenn es um Schnaps geht, um Liköre gibt. Männerhobby in Klein-Kusselwitz. Sie waren vor circa 1,5 Jahren schon mal hier bei dir, Martin. Und ich habe es so ein bisschen mitentfolgt. Es ist ja eine rasante Entwicklung deiner Produkte, eure Produkte hat stattgefunden. Ihr habt mehrere Medaillen gewonnen. Erzähl mal, wie fühlt sich das erst nach 2 Jahren an? Gut. Nee, also tatsächlich, wir freuen uns natürlich so riesig drüber, dass unsere Produkte auch so richtig gut angenommen werden, dass wir Erfolg haben hier zu Hause bei uns. Wir haben ja, wie du schon sagtest, auch das Sortiment ein bisschen ausgebaut. Wir haben damals ja mit unserem Karland-Kümmel angefangen, haben jetzt inzwischen knapp 40 Produkte. Und auch etwas mehr als 40 Auszeichnungen. Wir nehmen ja viel an Spirituosenwettbewerben teil und das läuft halt relativ gut für uns. Mhm. Wir versuchen ja mal qualitativ auf einem sehr hohen Niveau zu arbeiten. Ich denke, das halten wir auch und da zeugen die Auszeichnungen von. Ja, und wir sind inzwischen auch ein paar mehr Leute, die hier arbeiten und wir freuen uns eigentlich, dass wir mehr Arbeit haben, als wir eigentlich brauchen. Du sagst, für euch ist ganz wichtig, Regionalität. Ja. Ihr bezieht fast alles bis auf eure Zitronen, die aus Italien kommen, aus Mecklenburg-Vorpommern bzw. aus Brandenburg. Nein. Das steht auch auf eurer Internetseite. Ja, also wir versuchen schon alles so möglichst von hier zu holen. Wenn es so uns ginge, würden wir auch alles von hier kaufen. Ist aber schwierig. Also die Zitronen, ganz klar, die kommen nicht von hier. Aber es gibt auch immer mal wieder so ein paar andere Geschichten, wo wir gezwungen sind, sie von außerhalb zu holen. Es ist schade, aber hier gibt es halt ja hauptsächlich Raps, Getreide und Zuckerrüben wahrscheinlich. Ne? Es ist schwierig, so Obst und Früchte und Gewürze hier zu kaufen, das stimmt schon. Aber wir haben jetzt auch ein paar Signale bekommen, dass Leute auch schon für uns was anbauen möchten dann und das ist natürlich umso schöner. Das ist noch ein anderes Thema. Nur noch mal ganz kurz zur technischen Realisierung. Wir haben hier, was ist Brennblasen oder was, wie heißt so, ne? Oder wie heißt das? Ja, so Volksmund Brennblase genannt. Das ist so, fachlich gesehen ist es eine Destillationsapparatur, ne? Und ja, mit der stellen wir so alles, was gebrannt wird, her hier. Aber man darf auch nicht vergessen, ihr selber stellt keinen Alkohol her. Richtig. Denn das darf man nicht. Das darf man schon, aber das dürfen wir mit dieser Anlage nicht. Das sind zollrechtliche Vorschriften. Hamlet, der Shakespeare-Klassiker als deutscher Stummfilm. Am 26. Oktober präsentiert MV1 die 46. Rostocker Stummfilmnacht. Im Stummfilm mit Asta Nielsen in der weiblichen Hauptrolle ist Hamlet eine Frau, wird aber durch die Mutter als männlicher Thronfolger großgezogen. Nachdem der Vater durch den Onkel ermordet wird, will Hamlet das Verbrechen aufklären. Für die musikalische Begleitung sorgt Dirk Wüstenberg. Karten gibt es unter www.mehrtickets.de. Darf der das? Er darf. Kristall ist am 16. November in der Sport- und Kongresshalle Schwerin zu Gast. Die Eltern haben ihren Sohn Kristall genannt. Dieser rächt sich nun per Comedy-Programm. In der letzten Show ging es um Mama. Diesmal ist Papa dran. Der Papa, ein wundersames Wesen, mit Taschengeld bepackt. Karten für Kristall bekommen Sie unter www.stadthalle-schwerin.de. Samstag, der 27. Oktober, ist die längste Nacht des Jahres, denn dann wird die Uhr umgestellt. Zu einer langen Nacht wird auch in Rostock eingeladen, zur langen Nacht der Museen. Nehmen Sie sich Zeit für Rostocks Schätze. An 18 Stationen erleben Sie Führungen, Vorträge, Entdeckertouren und auch jede Menge Musik. Das Programm der langen Nacht der Museen in Rostock finden Sie unter www.langenachtdermuseenrostock.de. Der größte Jahrmarkt in Mecklenburg öffnet wieder seine Türen. Und der ist nicht etwa in Schwerin oder Rostock zu finden, sondern in Parchim. Vom 2. bis 5. November können Sie auf dem Martini-Markt von Fahrgeschäft zu Fahrgeschäft gehen. Höher, schneller und immer mehr Nervenkitzel. Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Traditionell wird auf dem Parchimer Martini-Markt schon mal der Glühwein angetestet. Der Rostocker Zoo freut sich auf kleine und große Zauberer und Hexen in Halloween-Kostümen. Am 27. Oktober geht es mit den Lampions durch den Tierpark. Beim Lampionfest werden die Kinder um 17 Uhr am Eingang vom Leierkastenmann begrüßt. Um 18 Uhr beginnt der große Lampion-Umzug, Axel Prokop von Ostseewelle moderiert. Zum Abschluss gibt es eine Feuershow mit Arne Feuerschlund. Die 8. Kammermusiktage laden ein nach Ahrenshoop.
Los geht es am 20. Oktober im Hotel The Grand mit dem Eröffnungskonzert des Gitarrenquartett Quatuor Ecclesis. Gespielt wird an diesen Tagen auch unter anderem in der Strandhalle Ahrenshoop und in der Schifferkirche. In der Strandhalle sehen Sie am 27. Oktober das Kinderkonzert Die Geschichte vom kleinen König. Informationen zu den Kammermusiktagen gibt es unter www.kammermusiktage-ahrenshoop.de. Bei der Documenta in Rostock steht die Ente im Mittelpunkt. Enten in der Kulturgeschichte. Im Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum in Rostock-Schmal beginnt ab 25. Oktober die Sonderausstellung Bis ans Ende der Welt. Kostbares aus afrikanischen Ländern und der Südsee ist unter anderem zu entdecken. Die Ausstellung auf dem Traditionsschiff läuft bis zum April 2019. Die drei Ferkelchen und der Wolf. Im Rahmen der Schweriner Literaturtage gibt es auch etwas für Kinder. Die Puppenspielerin Margit Wischnewski baut ihre Bühne im Hugendubel in Schwerin am Marienplatz auf. Sie begeistert Jung und Alt für ihr Bilderbuchtheater. Ob der Wolf am Ende das Haus der Ferkelchen umpusten kann, sehen Sie am 24. Oktober um 16 Uhr im Hugendubel. So, wir haben gerade in der Werkstatt besprochen, dass ihr euer Sortiment erweitert habt. Ihr sagt aber auch zu den Kunden, bringt uns euer Gedöns, was auch immer. Mhm. Was ist der Anreiz für die Leute, das hierher zu bringen? Kriegen sie dafür Naturalien? Das ist alles verhandelbar. Ne? Ah! Oha. Also Bananen hätte ich noch anzubieten, Martin. Ja, so hier gewachsen in Mecklenburg? Nein. Also dann würde ich... Doch. Würde ich sie nehmen. Ne? Jetzt mal Spaß beiseite. Also Quitten braucht ihr zum Beispiel... Ja, also Quitten haben wir jetzt dieses Jahr ausgesorgt, da haben wir tatsächlich relativ viel angeboten bekommen. Ne? Aber es sind vor allen Dingen auch eben so Kleinigkeiten. Ne? Das kann man irgendwie, wer zum Beispiel Minze im Garten hat, das ist zum Beispiel was wir im nächsten Jahr auch noch dringend suchen, weil wir haben jetzt... Pfefferminzlikör machen wollen. Ja, nein, ein Destillat und vielleicht auch so ein Pfefferminzlikör, genau. Mhm. Aber ja, du hast halt Schwierigkeiten, zum Beispiel Minze wächst relativ schnell, braucht nicht viel Fläche. Wir brauchen auch nur mal 50 bis 80 Kilo, ist also auch nicht so viel. Opa. Aber wenn man irgendwie 10 Leute hätte oder 20, die eben, ne, wo jeder 1, 2, 3, 4 Kilo hat, ist das schon in Ordnung. Ne? Und ja, für uns schön, das von hier aus Mecklenburg zu bekommen. Deswegen der Aufruf. Die Auszeichnung, die ihr bekommen habt, da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen. Ihr habt mehrere Medaillen, mehrere Goldmedaillen abgesahnt. Wer hat es festgelegt? Wer ist da die Jury? Es gibt ja verschiedene Spirituosenwettbewerbe in Deutschland, aber auch im Ausland. Im europäischen und im internationalen Ausland. Und da schicken wir halt so unsere Spirituosen hin. Und es gibt dann eine Jury, die aus ganz verschiedenen Leuten besteht. Das hängt immer auch am Wettbewerb. Es gibt zum Beispiel Wettbewerbe, da sind ausschließlich Barleute in der Jury. Dann gibt es halt Wettbewerbe, da sind auch andere Schnapsbrenner oder Schnapsproduzenten in der Jury. Das ist immer von Wettbewerb zu Wettbewerb auch ein bisschen unterschiedlich. Das beste Pferd im Stall ist trotzdem und bleibt im Moment immer noch euer Kaderkuh. Oder wurde er schon vom First Gin eingeholt, den ich ja persönlich extrem lecker finde. Sie gehen so brüderlich Hand in Hand, sagen wir es so. Ne? Es ist schon tatsächlich, also Kümmel ist ja nur ein bisschen auch eine Spirituose, die hat es ja immer noch schwer, gerade so bei den jungen Leuten. Ne? Wir haben da ein gutes Projekt, also beziehungsweise ein gutes Produkt gemacht, aber ein Gin verkauft sich so aktuell doch irgendwie... Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Danke. Und hoffe, dass das hier so wunderbar weiter funktioniert und ihr immer noch mehr Preise abräumt und du glücklich und zufrieden bist. Vielen Dank, ich hoffe auch. Alles klar, meine sehr geehrten Damen und Herren. Männerhobby heißt das Ganze hier in Klein-Kusselwitz. Schauen Sie sich das mal an, kommen Sie mal hierher, wenn Sie Lust darauf haben. Hier gibt es ganz viel zu erleben, ganz viel zu bestaunen. Und das ein oder andere Wort vom Fachmann können Sie auch erhaschen. In diesem Sinne, bis nächste Woche und leben Sie Kultur. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.